Bei eBay konnte ich diesen kleinen PC kaufen, der ohne Namen eingestellt war und mit fehlerhaften Angaben, zum Beispiel 512 MB RAM. Nach einer kleinen Google-Recherche konnte ich herausfinden, was für ein PC es ist und habe ihn mir für 16 Euro ersteigert. Jetzt will ich wissen, ist es ein eBay-Schnäppchen oder Elektromüll? Bei meiner Recherche mit Google konnte ich natürlich schon im Vorfeld herausfinden, dass es sich um den Packard Bell iMedia S2110 handelt, weil das das einzige Modell ist, das passte von der Beschreibung her und von den Spezifikationen her, die man auf den Fotos erkennen konnte. Da ich den Computer aber eben noch nicht kenne, möchte ich natürlich jetzt herausfinden, was er alles kann. Windows 8 ist installiert und so wie es aussieht, hat der Vorbesitzer Jens anscheinend ein paar Daten dagelassen. Bevor ich mir das aber anschaue, werde ich mit meinem USB-Stick erst einmal meine Standardprogramme laufen lassen, die ich immer benutze, um ein neues System kennenzulernen. Die vier Programme sind Hardware Info, Crystal Disk Info, Magical Bean Keyfinder und zuletzt Passmark Performance Test Version 9. Die Hardware-Info zeigt mir eben Informationen zum Prozessor, zum RAM, zur Grafikkarte und so weiter. Und hier sehe ich, dass eben dieser Mikroprozessor eingebaut ist, also der Mini-Mikroprozessor von AMD, ähnlich wie die Intel Atom-Reihe. Und ich mag diese Prozessoren nicht. Die sind nicht nur leistungsschwach, sondern oft auch einfach durch Überhitzungen schon beschädigt. Crystal Disk zeigt mir, dass der PC bzw. diese Festplatte, die eingebaut ist, ca. 1000 Stunden gelaufen ist und das ist eigentlich nicht so viel. Mit dem Keyfinder kann man die Keys auslesen, zum Beispiel von Windows 8, falls man es zum Beispiel neu installieren möchte. Passmarks Performance Test liest hier die Sensoren des Computers und zeigt mir, dass eigentlich sowohl CPU als auch GPU deutlich zu warm sind. Sie müssen noch nicht stark arbeiten, sind aber schon bei 75 Grad. Eigentlich müssten sie bei 30 bis 50 Grad sein. 437 Punkte, ein bescheidenes Ergebnis. Da ich den PC sowieso aufschrauben muss, um die Prozessoren mit neuer Wärmeleitpaste zu versehen, nutze ich die Gelegenheit und rüste ihn gleich noch auf. Sechs GB RAM sind hier eingebaut, idealerweise würde man jetzt aber aufrüsten auf 8 GB RAM oder sogar noch höher, falls das Mainboard es packt. Auch der Austausch der Festplatte lohnt sich, also hier die HDD durch eine SSD zu ersetzen, um die Leistung zu beschleunigen, ist wirklich empfehlenswert.
Und je nachdem, was ihr mit dem PC machen wollt, braucht ihr natürlich mehr oder weniger Kapazität. Wenn ihr nur Programme laufen lassen wollt, dann lohnt sich eine SSD allemal. Und wie immer gilt, natürlich sollte man das Gehäuse auch von Verschmutzungen wie Staub befreien, damit die volle Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Insbesondere beim Lüfter ist das wichtig. Leider ist bei diesem Mainboard der Prozessor mit dem Kühler fest verbaut. Man kann nicht einfach nur ein paar Schrauben lösen und den Kühler entfernen. Man muss das ganze Mainboard ausschrauben und herausnehmen, um auf der Rückseite die Pins herauszudrücken, die den Kühler am Mainboard befestigen. Dazu habe ich noch mal ein eigenes Video erstellt. Das könnt ihr euch gerne noch mal bei YouTube anschauen, falls ihr es etwas genauer sehen wollt. Wenn der Kühler dann ausgebaut ist, könnt ihr ihn reinigen. Dazu müsst ihr zuerst die ganzen Reste vom Kühler abkratzen und anschließend dann mit einem Wattestäbchen, einem Tuch oder irgendwas Vergleichbarem dann reinigen, um auch die kleinsten Reste noch loszuwerden. Und auch der Prozessor will natürlich einmal gereinigt werden. Dazu benutze ich Isopropanol. Hier habe ich das 70-prozentige. Noch besser wäre das 90-prozentige. Aber mit dem 70-prozentigen reicht es schon. Damit könnt ihr ein Wattestäbchen oder aber ein Mikrofasertuch beträufeln und dann vorsichtig an den Flächen, die ihr reinigen wollt, reiben. Insbesondere beim Prozessor müsst ihr natürlich vorsichtig sein, dass ihr nicht so viel Druck ausübt, hier in kreisenden Bewegungen nach und nach die Verkrustungen der Wärmeleitpaste abtragen, sodass irgendwann der Prozessor schön glänzt und ihr euch selbst darin spiegeln könnt. Normalerweise kann man dann auch die minimalen Aufschriften auf dem Prozessor lesen. Wenn ihr das dann tun könnt, wisst ihr, dass ihr das geschafft habt. Ich trage hier ein bisschen Wärmeleitpaste auf und verteile sie dann mit dem Wattestäbchen vorsichtig, sodass die ganze Fläche des Prozessors ausgefüllt ist. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Die Wärmeleitpaste soll ja nur eine ganz kleine Schicht zwischen Kühler und Prozessor sein und damit reicht es auch, wenn es wirklich wenig ist. Durch den Austausch der HDD-Festplatte mit einer SSD-Festplatte kann man das System deutlich beschleunigen. Der Bootvorgang beispielsweise wird ungefähr dreimal so schnell ablaufen. Also, was habe ich an diesem Computer gemacht? Den Lüfter gereinigt, neue Wärmeleitpaste aufgetragen, die RAM-Bausteine habe ich drin gelassen und aber eine neue SSD eingebaut. Da das Mainboard es leider nicht erlaubt, eine zweite Festplatte anzuschließen, was ich gerne gemacht hätte, kommt die HDD einfach raus und wird dann in einem anderen Projekt verwertet.
Ich installiere schnell Windows 10 und mit der SSD geht das wirklich schnell, um kurz nochmal den Benchmark-Test durchzuführen und zu schauen, was sich da verändert hat. Wenn man in Windows die Prozesse überwacht, sieht man, dass der Prozessor allein mit dem Betrieb von Windows 10 schon eigentlich überfordert ist. 50-70% der Auslastung entsteht allein durch den Betrieb von Windows 10. Im Benchmark-Test sieht man erfreulicherweise, dass die ganze Arbeit mit der Wärmeleitpaste sich gelohnt hat. Der Prozessor läuft 15 Grad kühler als vorher. Auch am Gesamtergebnis kann man ablesen, dass die Wartung und das Aufrüsten sich gelohnt haben. Das Ergebnis fällt insgesamt etwas höher aus. Es liegt nun bei 501 Punkt. Ich wähle PopOS als neues Betriebssystem, weil es etwas ressourcenschonender ist als Windows 10 und bei diesem kleinen Prozessor und seiner geringen Leistungsfähigkeit auch heute noch trotzdem zu guten Ergebnissen kommt. Pop sieht ganz minimalistisch aus und wirklich ganz übersichtlich und es gefällt mir daran, dass es vor allem aufs konzentrierte Arbeiten ausgelegt ist. Man findet hier vorinstalliert auch schon den Firefox-Browser, aber auch einige OpenOffice-Anwendungen wie den Writer und damit ist man für vieles ja schon gut gerüstet. Wenn der Prozessor jetzt nicht die ganze Zeit damit beschäftigt ist, nur Windows 10 laufen zu lassen, hat er natürlich auch ein paar Ressourcen frei, um zum Beispiel im Streaming etwas performanter zu sein. Die obere Leiste macht die Navigation durch das Betriebssystem wirklich schön übersichtlich und einfach. Man findet die Basisfunktion des Betriebssystems wie den Kalender sehr schnell und sehr klar. Und auch sonst ist das Design von PopOS wunderbar ästhetisch und toll gemacht. Was ist nun mein Fazit? Der iMedia S2110 ist ein eBay-Schnäppchen, wenn man bereit ist, ein anderes Betriebssystem zu verwenden und etwas Arbeit zu investieren, um das System zu warten und eventuell aufzurüsten. Dann kann man damit auch heute noch gut arbeiten. Für anspruchsvolle Programme aber und für hochauflösenden Videostream ist dieser Computer aber leider nicht mehr geeignet.